Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 25 Anträge zum Thema Digitales von meiner Fraktion, jeder für sich relevant, aber einer wurde dann, und da muss man sagen, leider doch noch mal etwas relevanter. Denn unser Antrag zum Thema Games hätte eigentlich nur auf das sich anbahnende großkoalitionäre Versagen beim Thema Gamesförderung hinweisen sollen. Aber wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hat ja Ihr Minister für Internetkultur und differenzierte Aussagen, Herr Seehofer, noch mal nachgelegt und gleich alle Gamer unter Generalverdacht gestellt. Und ich meine, das kann man machen, nur sollte man sich dann auch überlegen, wen man damit eigentlich alles meint. Denn die Hälfte der Deutschen spielt bereits Videospiele. Die Branche setzt pro Jahr mehr als 4 Milliarden mit Produkten und Spielen mitten in unserer Gesellschaft um. Und eine Messe wie die Gamescom lockt fast jährlich 400.000 Menschen nach Köln. Und das übrigens international, bunt und friedlich. Und wer diese Menschen, nämlich die Mitte unserer Gesellschaft, so stigmatisiert, handelt bemerkenswert undifferenziert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe das zur Aussprache gebracht, weil ich selbst spiele seit meinem 3. oder 4. Lebensjahr Videospiele. Ich bin mit Super Mario im heimischen Wohnzimmer auf Goombas gehüpft. Macht Sinn. Ich bin jedoch auch bei Mortal Kombat habe ich gelernt, wie man Eingeweide rausreißt. Ich durfte bei Doom Monster zersägen. Und ich habe auch bei vielen Nächten im Teamspeak mit irgendwelchen Menschen drüber geredet, wie ich meine Sniper-Skills verbessere. Aber eins war ich dabei nie und eins hatte ich in 35 oder 30 Jahren Gaming nie, den Eindruck, dass ich deswegen verdächtig bin oder verdächtig sein sollte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch ein Wort zu den Kritikern. Es geht hier nicht darum, irgendetwas wegzuwischen oder irgendetwas zu verschweigen. Natürlich gibt es immer Strömungen, die versuchen, Tools zu benutzen oder Plattformen zu unterwandern. Aber das Gaming ist ganz einfach in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Und deswegen sind auch die gesellschaftlichen Probleme im Gaming angekommen. Und während wir in der Realwelt immer mit Angeboten zu Hilfe eilen, was absolut richtig ist, von Prävention, von Exit-Strategien, gibt es für die digitale Welt einfach nur den Generalverdacht. Und das ist vollkommen falsch und erzeugt mehr Kollateralschaden, als dass es dem Thema hilft. Und den spärlichen Rest meiner Redezeit möchte ich noch für ein Fazit nutzen. Videospiele sind inzwischen ganz einfach Teil unserer gesellschaftlichen Kultur geworden, genauso wie Literatur, Musik oder Filme eben auch. Und sollte Herr Seehofer das hören, geben Sie sich einen Ruck, revidieren Sie Ihre unglückliche Aussage und revanchieren Sie sich bei der Games-Community mit einer ordentlichen Games-Förderung für den Games-Standort Deutschland. Vielen Dank.